Oh, ich hab ihn! Die haben das gar nicht gecheckt! Hallöchen, liebe Freunde. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, ein Attentat auszuführen und hunderttausende Wege, wie wir das machen. Und ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, aber wir schauen einfach mal. So, Alarmglocken. Hier ist ein Wache. Den sollte ich vielleicht unauffällig im Vorbeigehen. Habe ich das? Ja, ganz unauffällig geschafft. Wie mal Attentatsgelegenheit. Okay. Ja, ich versuche jetzt einfach mal, dass ich da reinkomme. Ganz unauffällig. Und da komme ich doch schon rüber, oder? Okay. Da stehen aber irgendwie ganz schön viele. Warte, ich schalte jetzt mal die. Ich schalte mal die Glocke aus. Schalte die Glocke aus. Und jetzt lauf! Aua. Ey, komm schon. Gut, den ersten hätten wir. Ah, die fangen jetzt zu. Die fangen an. Die kämpfen gegen sie. Okay, ich gehe jetzt einfach rein. Halt dich. Verpiss dich. Hast du nicht mehr zu tun als... Komm, geh da rein. Geh rein, mach die Tür zu. Okay, kannst dich umdrehen. Hallo, 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 dreh dich um. Sehr gut. Oh! Gut, den habe ich jetzt nicht gesehen. Es geht hier ab. Okay, die bekämpfen sich jetzt gegenseitig da draußen. Ich habe wohl eine kleine Unruhe da reingebracht. Jetzt. Oh Gott, wie viele? Wie viele? Was ist hier los? What the fuck? Ich konnte nicht mal eine Rauchbombe schmeißen. Und die Framerate des Todes ist auch ein Wahnsinn in diesem Spiel, ohne Scheiß. Ich krieg das einfach nicht besser hin. Es ist irgendwie... Ich kann auch die Grafik ganz runterdrehen, es hilft einfach nichts. Ja gut, dann fangen wir halt nochmal von vorne an, ne? Schmeiß dich da runter! So, komm. Den können wir... Oh! Was kann ich bei dem stehlen? Schauen wir mal, was der Schönes hat. Ein Pinsel. Toll. Achso, einen Schlüssel habe ich gestohlen. Notre-Dame-Schlüssel erhalten. Das heißt, ich kann jetzt unten durchgehen, oder? Hier ging es ja auch irgendwo unten rein, glaube ich. Warte, hier ist ein... Kann ich hier über den Zaun gehen? Ja, gut. Nein, würde ich nie machen. Mach kaputt! Mach's kaputt, du! Heilen, heilen! Nein, warum schießen die denn alle auf mich? Ich geb's auch, geh weg! Okay, er ist ein bisschen blutig, er hat ganz schön was abgekriegt, schnappt ihr den? Heil mich mal. Ich metzel einfach alles, was ich irgendwie kriegen kann. Ganz egal was. Gut, next. Oh, das war das Genick. Gut.
So. Ja, hier schaut's halt jetzt ein bisschen aus, ne? Aber macht nichts. Da kugelt noch einer, warte. So, jetzt ist Ruhe. Ich brauche dringend Heilung und so Zeugs. Drum sammle ich da jetzt kurz auf. Und Geld kann ja auch nicht schaden. Weil dann kann ich mir neue tolle Ausrüstung kaufen. Wow, wie es hier ausschaut. Überall voll viele Leichen. Du zappelst auch noch. Medizin, siehst du? Das ist genau das. Okay. Bauchbomben voll. Wieso hat er dann vorher keine geschmissen, wenn ich eh so viele habe? Verstehe ich nicht. Munition auch voll. Aber ich habe noch gar keine Pistole oder irgendwas. Egal, ich lasse jetzt gut sein. Ich gehe jetzt mal rein. Und versuche mein Glück. Dietrich hier voll, okay. So, da vorne sind sicher wieder voll viele. Keinen Alarm auslösen. Attentate aus einem Versteck. Oh oh, der hat mich schon gesehen. Da hoch. Hoch, hoch. Hoch. Nein, ich versuche nicht wegzulaufen. Ich laufe weg. Oh, wie viele. Da bist du ja. Hier sind voll viele Wachen. Scheiße. Musst irgendwie ganz locker flockig ausschalten. Da ist der nächste. Okay. Wo ist denn der Typ überhaupt? Warte, ist der da unten? Ist das der? Oh, ich hab ihn! Die haben das gar nicht gecheckt! Wartet hier, es darf uns niemand stören. Oder? Sie wer? Monsieur Latouche. Ich möchte den König der Bettler sehen. Dann folgt mir. Die Intrigen von Ratten? Großspuriger Narr, wenn ich den in die Finger bekomme. Also, was ist so wichtig, dass ihr meintet, mich von meiner Tochter... Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Siver, kommt weg da! Ah ja. Ich hab ihn, ich hab ihn! Hoch da, hoch, hoch! Okay. Und jetzt muss ich hier weg, oder? Ja, fliehen, aus dem Gebiet fliehen. Okay, jetzt muss ich nur schauen, dass ich da irgendwie aus dem Fenster komme oder so. War hier nicht irgendwo ein Fenster? Hallo? Nichts gemacht. War hier nicht irgendwo? Hier war doch irgendwo erst ein Fenster. Ah, hier komme ich auch hoch, glaube ich. Ich krieg einen Drehwurm. Wann bin ich oben? Da. Hier komme ich raus. Oder ich habe doch den Schlüssel. Nein, gar nicht. Aber da. Da komme ich raus. Yes. Oh, wer ist das? Wer bist du? Egal. Oje. Ich lasse mich einfach hier runterfallen. Lass dich fallen. Okay, dann lässt du dich nicht fallen. Dann klettern wir hier einfach drüber. Aber hier lässt du dich fallen, ja. Gut. Und ab die Post, weg hier. Geschafft!
Henkersbeil als Belohnung, okay. Interessant. Hörst du mit? Was zum Teufel ist das? Ich bin hier geschaut. Das ist eine Serverbereinigung. Abstergo sucht nach dir. Und sie sind nah dran. Verdammt. Kannst du eine Serverbrücke öffnen? Hey, ich bin's. Bin schon dabei. Ein paar Sekunden. Novize, wir öffnen eine Serverbrücke. Finde das Portal und gehe hindurch, bevor du gefunden wirst. Ich hab's. Los. Siehst du es? Ist schwer zu übersehen. Wenn du von Server zu Server springst, solltest du ein paar Stunden Zeit gewinnen. Wenn nicht, sind wir erledigt. Naja, wir nicht. Aber dein Novize wird es voll abkriegen. Deacon, das hilft uns nicht. Was? Ich jetzt durch das Portal gehen? Wie? Was habt ihr gemacht? Schon wieder irgendeine Scheiße gebaut, oder? Immer diese blöden Server. Oh, okay. Da, wie soll ich denn da hochkommen? Schnell! Jetzt sich an die Hubschrauber. Spring da rein! Okay, muss ich noch eins höher wahrscheinlich, oder? Komm ich da rein? Spring! Gut. Verstehe ich jetzt nicht, aber ist okay. Das Signal ist stabil. Gut. Du bist jetzt außerhalb der Hauptsimulation. Das hält dir Abstergo eine Weile vom Hals. Aber du wirst auf jede Menge unvollständigen und beschädigten Programmcode stoßen. Was soll denn das jetzt wieder? Das erklärt vermutlich, warum die Leute hier nicht wirklich hier sind. Okay. Alles klar. Sieht aus wie das späte 19. Jahrhundert. Nun, dieses Paris würde ich mir gerne ansehen. Vielleicht nächstes Mal. Fürs Erste musst du das Ausgangsportal finden. Aber ich sehe keinen Weg hindurch. Vielleicht gibt es einen unterirdischen Weg. Gut, dann gehen wir halt unten rein. Das ist es. Es gibt einen Weg durch die Metrostation vor dir. Scheiße, das gesamte Gebiet wird instabil. Na toll. Sicher da die Leiter hoch, oder? Bin ich hier richtig? Verstehe gar nicht, was hier gerade abgeht. Haben die hier eine Scheiße gebaut, oder? Ja, wir gehen einfach mal weiter, ne? Ich weiß ja nicht, was hier passiert, aber... Oh! Okay. Könnte ein bisschen gefährlich werden hier. Da geht's hoch. Äußerst komisch, das Ganze. Ich verstehe wirklich nicht, was hier abgeht gerade. Vor allem E gedrückt halten, um beim Parkour laufen ein niedriges Hindernis zu überwinden. Ach so, ja. Oh oh. Schneller! Schneller! Scheiße! Oh. Oh fuck. Alles klar! Ich stehe drauf, wenn ich vor Zügen davonlaufen muss. Wir können nicht sagen, ob und wie er die Simulation stören wird. Seht ihr das? Das ist die Freiheitsstatue. Was macht denn die Freiheitsstatue in
in Frankreich. Woher geht der Wind? Wow! Ay, caramba! Jetzt muss ich hier auch noch aufpassen, dass mich nicht irgendwelche Sachen treffen. Kann ich da hoch? Als müsstest du auf die Freiheitsstatue. Ja, okay. Sie muss aus einer anderen Epoche durchgesiedelt sein. Kein Problem. Die eigentliche wurde doch längst in die Staaten geschickt. Kein Problem, das machen wir. Wir klettern die Freiheitsstatue hoch. Komm ich da hoch? Nee. Wow, wow. Komme ich denn da? Ah, jetzt. Hey! Geh zum Portal. Ich tue, was ich kann, damit es sich nicht schließt. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Gut. Bin ja gleich da. Oh! Riss freigeschaltet. Jetzt bin ich wieder hier. Da sind wir wieder. Nicht jeder hat so viel Glück beim ersten Besuch einer Serverbrücke. Manchmal bleiben unsere Novizen im System hängen. Dann bleibt uns keine andere Wahl, als ihnen jemanden hinterherzuschicken. Zurzeit steckt einer unserer Novizen auf einem Belle Epoque-Server fest. Wenn du nicht zu erschöpft bist, kannst du später wieder auf die Brücke und ihn retten. Okay, zurück zur Arbeit, Novize. Geld verdienen. Erkunde die Pariser Geschichte, Überfälle und Risse, um Geld zu verdienen. Bessere Waffen und Ausrüstungsstücke kosten mehr Geld. Okay. Na, dann würde ich sagen, das nächste Mal holen wir uns vielleicht ein bisschen neue Ausrüstung.